Ab jetzt wird Custom gespielt. Ich lese mal vor, wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, also alles, dann sagst du es genau. Einfach. Gut erkannt. Also, pass auf. Sanity zu Beginn ist klar, ist voll, 100. Ja. Wiederherstellung der Spillen lasse ich auch. Sind 40 dann Punkte. Bin ich nicht einverstanden. Das darf maximal ein Punkt sein. Okay. Nein. 5. Nein. Lass das schon. 30? Nein, lass 40. Das war ein Spaß. Abnahmerate der Sanity, 150. Mhm, klar. Jetzt kommt noch besser. Sprinten ist aus. Ach du Kacke. Dafür ist aber die Geschwindigkeit des Spielers 25% erhöht, also 125. Okay. Und jetzt wird's interessant in Kombination mit der Sanity. Pass auf. Taschenlampen sind aus. Die funktionieren einfach nicht. Also du kannst gerne eine mitnehmen, die wird nicht funktionieren. Der Geist ist 25% langsamer, also ist es ein Glücksspiel. Ne? Wenn er doch mal jagt. Ob du kommst oder nicht. Das Rumwandern, jetzt kommt das, weil es jetzt länger dauern wird alles. Also erstmal müssen wir rauskriegen, wo ist das. Herumwandern, also angrenzende Räume, hoch. Der ist permanent woanders, also in die Nähe von, er hat einen Hauptraum, klar, aber der macht permanent woanders was, also triggert Sachen. Ja. Wechsel des Lieblingsraums mache ich trotzdem aus, das mag ich nicht, du bist ja nur am Suchen. Die Menge der Interaktionen auf niedrig, also sprich, das ist ein Wortespiel teilweise manchmal, dass der dir die Sachen triggert, die du brauchst. Geisterereignisse sind auch niedrig. Mhm. Das andere ist Standard. Erhaltene Beweise auch. Chance auf Fingerabdrücke, 50% generell nur. Mhm. Und die Dauer ist auch nur 15 Sekunden. Okay. Jetzt geht's weiter. Deswegen müssen wir wirklich mit dem Licht arbeiten. Also das vor Ort ist. Deswegen spielen wir aber auch nur kleinere Maps. So, die Zeit, bis er jagen kann, ist auf 120 runtergesetzt. Ich könnte es auch noch weiter runtersetzen. Ich mach mal auf See. Warte mal, macht das nochmal Belohnung? Nee, schade. Wetter, starker Regen, immer. Also Gewitter. Mhm. Keine offenen Türen. Obwohl, ich könnte es... Ja, das bringt nicht viel. Anzahl der Verstecke, Mittel. Sanity Monitor ist aus. Das heißt, du musst rausgehen und probieren, ob du eine Pille essen kannst. Der frisst die ja nur, wenn du wirklich auffüllen kannst, ordentlich. Mhm. Aktivitätsmonitor ist auch aus. Sicherungskasten zu Beginn ist auch aus und das Sicherungskasten ist nicht sichtbar auf der Karte. Okay. Okay, passt das so? Mhm. Dann nehmen wir das. Eine Belohnung, die haben das jetzt nämlich runtergeschraubt, die Säcke. Vorher habe ich richtig Belohnung mit so einer Einstellung Speche. Rausgekriegt. Jetzt ist es nur noch mit dem, was man eingestellt hat, 1,69. Vorher kam ich da auf 3 bis 4 bis 5 sogar, je nachdem. Frechheit. Aber das liegt hauptsächlich mit, dass mit dem Geist... langsamer gemacht haben und uns schneller. So. Okay. Anwenden. Dann nehmen wir natürlich Tanglewood. I'm ready. Mhm. Du nicht. Okay. Mary will das nicht spielen. Doch, klar. Deswegen nehme ich jetzt wieso gleich die Griffellampe mit. Das wird jetzt toll. George Corrigan. Na gut. Griffellampe. Ich nehme jetzt erstmal die Kerze. Weil die Sanity geht schnell runter, wir haben noch keinen Strom. So machen wir das. Nein, ich brauche keine zwei Kerzen. Eine reicht. Ich brauche ein Feuerzeug. Ja, du hast da Angst. Du nimmst jetzt zwei Kerzen, komm. Nein, das bringt mir ja nichts. Ich kann ja nur eine in der Hand haben. Das bringt mir die zweite nichts. Also suchen wir erstmal einen Sicherungskasten. Ich mach hier schon mal an. So. Da gehe ich in den Keller. Obwohl. Mhm. Hier ist er. Okay. Ich kann ja gleich mal hier an. Ein Puppi. Puppi! Ja. Eine Puppi. So, jetzt wollte ich sprinten. Ja, Marie. Super, hast du zugehört. Und der macht gleich Fingerabdrücke. Haben wir ein Glück. Fingerabdrücke. Aber der, wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo er überhaupt ist, weil der wandert extrem. Warte, kannst du es nochmal anleuchten?
Ah, siehst du, wie schnell die weg waren? Oh, jetzt ist es verblasst. Hm? 15 Sekunden nur. Da müssen wir schnell sein. Oh, wir haben es ja. Alles gut. Ernte. Wir müssen das Feld. Tier auf. Katze weg. Lampe weg. Katze weg. Ja, Katze weg, stimmt. Arm drücken. Und denk dran, immer wenn du gerade irgendwas hier schön im Licht bleiben. Ja. Oh, das wird gut. Also ich habe manchmal richtig lange gebraucht dann auch. Mal sehen, vielleicht zu zweit geht das natürlich wieder ein bisschen schneller, denke ich. Mhm. Komm, ich nehme Dots und Buch und... Dots nehme ich. Noch ein Buch. Große Frage, ist der auf dem Flur, ja, ne? Tja, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Ja, das ist jetzt das Ding. Weil der wandert wirklich dann ganz richtig extremst rum. Mhm. Ja, Thermometer. Ich tue trotzdem mal Dots hier und Dots. Ah ne, Buch. Ich lasse mal das hier. EMF hier und hol trotzdem mal noch ein Thermometer. Buch hier. Ich mach mal hier an. EMF, ja. Oh, das ist gerade jetzt draußen. Das Wort sagt man. Sehe ich noch nicht ganz so, wenn ich ehrlich bin. Oh, war das die Tür hier wieder? Mhm. Können wir mal gucken. Pass auf, hier die verblassen wieder. Das ist geil. Ich sehe sie nicht mal. Du leuchtest die Decke an bei mir. Ja, das. Okay, weg sind sie. Mal, macht er immer, der macht er wie immer. Das ist doch keine 50%. Buch. Ah, Buch. Nee, hier, das ist es. Oh, ich hab's falsch fotografiert. Oh Mann, oh. Ah, ich hab keine Fotos mehr. Na, das war's. Also. Oh Mann, ey. Poltergeist, Dämon, Maide. Oh nein, Dämon. Das hat jetzt wieder super funktioniert, Marie, ehrlich. Das ist. Eine 5? Ja, das habe ich schon am Ton gehört. Das war's. Okay, mein Ding. Gut, ja, tschüss. Ist gar nicht so schwer, ne? Okay. Komm mal vorne, gell? Vielleicht müssen wir es noch schwieriger machen. Wir sind einfach zu gut. Vielleicht stelle ich die Chance der Fingerabdrücke noch weiter runter. Das war doch jetzt niemals 50%. Das war ja jedes Mal, wenn der angetatscht hat, war viermal der ja Fingerabdruck, hintereinander. Wieso? Komische 50%, die da haben. Komm, ich mach's mal weiter runter. Wo ist es denn? Geist. Hier. Geist. Vor allem Menge, denn der Aktion habe ich auf niedrig. Und der hat ja auch nur Zeug gemacht. Der hat ja auch ganz schnupft. Oder ist der Meiling so? Kannst du ja mal kurz nachlesen. Warte, ich gucke mal. Zack. Meiling, Geister. Was ist denn das Mistvieh hier? Lautstarker und aktiver Geist. Okay. Ich habe es jetzt auf 25% runtergenommen, oh Gott. Na, dann nehmen wir dein Velo. Komm, wir nehmen dein Velo. Ja. Auf geht's. Hab ich anwenden gedrückt? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Oh, ein kürzlich gebautes Heim in einer etablierten Gegend. Mhm. Mary, hast du dein Monokel mit? Nee, leider nicht. Hab ich vergessen. Hey. Komm, ich nehme lieber eine Kerze. Scheiß drauf. Und die Griffellampe lasse ich jetzt immer einstecken. Ich bin der Griffellampenmann. Kann man eigentlich. Ronald Huntley. Was für ein Ding? Ronald Huntley. So, Katze wieder aus. Sehr schön. So, ich sag, der Generator ist im Keller. Ich sag, der ist in der Garage.
Ja, aber bei deinem Glück, gell? Bei meinem Glück ist der im Keller. Ja, hier kannst du auslassen. Komm. Nein, du hast recht. Juhu! Wieder rauf, blödes Ding. Sag mal. Oh, wir haben Licht. Wo bist du? Das ist doch hier irgendwo. Warte mal, der Aladdin. Wo war denn der jetzt? Ich hab's genau gehört. Ja. Wieder hier in dem Bild so, wie immer. Na klar, hier. Da unten. Das Buch. Das Bild. Das Buch. Das Buch. Ja, aber denk dran. Ja, lauf mal am Ende vom Flur und mach das Licht. Das ist wieder so toll gebaut hier. Mm. Okay. Ja, ich warte hier, ich hab die Griffellampe. Hm? Weil das ganz selten triggert. Du holst das Zeug. Ja, ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich hab keine Ahnung mehr. Mary, geht's dir gut? Nee. War dein Arbeitstag heute so schlimm? Nee, eigentlich nicht. Ja, der macht meine Kerze aus. Oh nein. Der hat Angst vor Feuer. Ach, übrigens, dein Lieblingsgeist, ne, mit Kerze ausblasen und dann so anfangen zu jagen. Die Chance, dass er jagt, ist erhöht worden. Ach, du Heilige. Okay, nee, ich nehme nie wieder eine Kerze mit. Lieber lass ich meine Sanity sterben. Ja, da kommst du auf... Nee. Auf selber raus. Ja, was? Keine Fingerabdrücke? Er hat die Tür geöffnet. Du bist nicht im Keller, das weiß jeder, sogar Jesus. Och Mann. Immer der Scheißspruch. Komm, Lorraine. Ich will die ganze Zeit sprinten. Es geht nicht. Das war ein Bad. Jetzt mach ich einen Zugriff. Hey. Die Tür spinnt. Was gemacht? Ist es nicht? Ist irgendwas? Irgendwo hier in der Ecke. Aber ich sehe nichts. War da vielleicht eine Tür? Was? Ach, hier, die Zahnbürste hier in der Ecke. Guck mal. Ach. Okay. Die zählt bestimmt schon nicht mehr. Das habe ich jetzt schon verpasst. Na klar. Och, Mann. Also, ihr könnt ja auch im Bad sein, ne? Soll ich einfach mal Box versuchen im Bad und im Flur? Ja. Ich gehe mal kurz weg. Ja. Warte. Muss ich dich ausmachen. Wo bist du? Ach so, da. Ja. Wo bist du? Schon überall Licht ausmachen. Oh, nö. Mary, denk wo an bist die Sanity. Du? Wo bist du? Vielleicht ist er ja auch in der Garage. Ich weiß nicht, wie weit die wandern können. Das weiß ich halt nicht. Hm. Jetzt habe ich meine Kerze drin stehen lassen. Ich bin auch so... Mann, Marie. Alles. Nehmen wir nochmal eine Kerze mit. Okay. Ah, weil ich es eben extra davon ausgeschlagen habe. Macht ja in einer Tour meine Kerzen aus. Was ist denn nur mit mir? Also ist er doch im Keller oder was? Weil von innen der Handabdruck ist. Mhm. Also haben wir Fingerabdruck. Ja. Oder? Weil er macht sie ja dann. Ja gut, er kann ja auch wandern. Ja, das ist, wie gesagt, das mit dem Wandern finde ich halt so krass geil. Der Mimik. Das ist kacke. Mimik. Tja, wo ist er? Der kann ja auch hier hinten sein, ne? Der, ja. Obwohl, guck mal, der macht ja mehr hier so, also der wird schon hier oder im Bad sein. Oder? Oder? Ja, Thermometer. Ich bin schon auf dem Weg. Oder zählt die Temperatur, zählt ja auch, wenn der wandert, ne? Das heißt ja auch nicht gleich, wo der Geisterraum ist. Lass mal kurz ein EMF hier. Wieso geht denn meine Kerze nicht wieder an? Hallo? Hast du kein Feuerzeug? Wieso habe ich denn kein Feuerzeug mit? Hast doch eben genommen. Was ist denn mit der Frau? Oh, die ist so süßer wird heute. Ach, süß. Ey, das ist doch doof. Was ist denn das? Das ist Mary. Nee. Hä? Jetzt darf ich das schon wieder nicht. Wieso hab ich denn noch zwei Kerzen? Was ist das? Der Geist hat dich beeinflusst. Der ist ganz stark. Nein, meine Sanity ist echt runtergezogen, ey. Der eskaliert gerade. Was grad. Ist denn das? Aber wo? Na,
du hast das EMF, Jack. Nein, ich hab's doch reingeworfen. Immer. Ah, zu langsam. Verdammt. Ich hab dir das extra reingeworfen. Ja. Cool. Na, wie hier? Der hat das Bild voll weg eskaliert. Was ist denn mit dem? Hinten sind 2,8. Okay. Ich mach nochmal Box, komm. Nur das muss ich. Mach mal Box. Das brauch ich nicht mehr. Komm. Mach mal Box. Warte mal. Hier, der hat sich dran gemacht. Schnell. Gib doch mal das EMF. 5. Oh, Schwein gehabt. Mimik, du bist weg. In Goryo Obake Meiling. Komm, das ist ein Goryo. Ich hol jetzt das Dots und eine Kamera. Das weiß jeder, sogar Jesus. Och Mann, oh nein. Hör doch mal auf damit. So ein dummer Spruch. Trotzdem sind sie die ganze Zeit gewöhnt. So, bam und bam. Ah, Mary, hat's wieder einen Wutanfall, ja? Ich sehe das schon. Ja. Tut mir leid. War nicht meine Absicht. Ja, doch. Nee, eigentlich nicht. Doch. Ich war nur so verwirrt, dass ich angefangen habe, das Zeug fallen zu lassen. Dann ist es halt gegen den Fernseher und dann ist es kaputt. Gegen den Fernseher, gegen den Bildschirm. Oh Mann, ey. Was ist denn nur mit mir? Wo eskaliert denn der gerade wieder? Hier drin? Alter. Echt nicht? Ja, der ist über. Ey, guck mal, wie der da wandert, ne? Vom Bad hier rein, in Flur, Kellertür, Küche. Und das meine ich. Das ist halt, finde ich, viel spannender. Ja. Boden? Ah, ja? Ja. Komm, wir gucken draußen safe, ja. Okay, mal gucken, wie das Sanity. Ach, ja, wir gucken, wie Sanity zieht. Wir haben es ja ausgestellt. Ja, gucken. Nee, wir haben es nicht ausgestellt. Du hast einfach vor Wut, dass ich es umgestellt habe, hast du die Bildschirme weggeboxt. Der hat nämlich Kraft, die Frau. Ich war's wieder. Ich war's wieder. Hm. Ich hab das Feuerzeug so dagegen geworfen und ist kaputt gegangen, weil die Finger nicht draufhalten. Weil wenn der wandert, triggert der. Wie ist denn das? Das weiß ich bis heute auch nicht. Wenn das jetzt der Geisterraum ist, der Haupt, ne? Sag ich mal, der Flur jetzt, die Ecke. Und der wandert. Kann der das dort zum Beispiel machen, wenn der gerade hier sich entscheidet, in Bad irgendwas zu machen, weil der dorthin wandert. Nee, ne? Dann auch kein Dotz. Weiß ich nicht. Das weiß ich auch noch nicht, wie das ist. Genau. Du hast mehr Phasmo gespielt als ich, also. Woher soll ich das wissen, wenn du es nicht weißt? Du bist Bloody Mary, du bist die Beste. Du bist Lorraine. Ich bin einfach nur verwirrt. Wo ist denn das zweite Dotz? Ich nicht? Hast du mitgenommen? Nee. Doch, du hast sie dort mitgenommen. Doch. Verdammt. Du nimmst sie dort immer mit. Ich nehme mal Bild. Also, du hast sie hingehauen. Da liegt's. Sag ich doch. Einfach umgeworfen. Guck du mal nach dort. Ich geh nochmal. Okay, rein. Ich darf keine Filme nehmen, alles klar. Nee, geht nicht. Erst wenn du wirklich ein bisschen runtergepult bist. Ja, ich wollte doch nur wissen, ob ich runtergepult bin. Ja, du bist Mary. Sie sind jetzt schon wieder so lustig. Oh, nimm dir einfach die Kamera weg, sag mal. Es ist wieder mein Ding, komm. Laufe durch echt? Das Dotz, du alte Fotz. Oh. Was ist denn heute los? Soll ich nochmal Box machen, komm? Mach nochmal Box. Mach nochmal Box. Ich mach die Box, Dotz. Dotzbox. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Ja, der ist überall. Was willst du? Wo bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Wo bist du? Das ist so lächerlich. Also, Dotz ist bis jetzt noch nicht. Das ist bestimmt das blöde Bild. Oh, wo hab ich denn das hin? Du hast die Box wieder angelassen. Wollen wir wetten? Ja. Mach die aus. Du hast doch gesehen, dass die noch leuchtet. Hallo, das Equipment ist teuer.
Wo hab ich denn die Bücher hin? Ich bin schon wieder ein Stein. Ich weiß es nicht. Eins hast du, glaube ich, ja, eins hast du mal wieder hier drin liegen. Du hast anscheinend alles genommen und hast es dann einfach weggeschmissen. Ja, wir sind halt beide Steine. Der dicke Metzger. Ich dachte jetzt erst so an Hand, dann habe ich auch gesehen, dass die Tür offen ist. Oh. Ja, jetzt brauche ich Pillen. Mami, ich brauche meine Dosis. Warte. Warte. Bitteschön. Ja, besser. Oh, ich kann die Farben schmecken. Oh, das schmeckt so gut. Da, wo hab ich das Buch hin? Ich bin dumm. Oh Mann, das ist blöd, ja. Also ich habe jetzt mal ein Buch mitgenommen, da du ja das einfach hier draußen liegen lassen hast, ne? Okay. Ich tue das jetzt mal rein. Ja, ich auch. Ich mach dir jetzt alles nach. Das verschreckt mich jetzt ein. Hör, lass doch die Tür zu, Mann. Ey, der zerstört doch die ganze Bude hier. Das sieht hier schon aus. Da hau ich mal eins weiter vorne hin, weil der wirklich so krass wandert. So. Ich geh wieder. Tschüss. Schreib in das Buch, du Penner. Tschüss. Tschüss. Tür ist zu. Nee. Ja, jetzt, du hast es zugemacht. Lass die mal bitte auf. Hier ist offen. Mensch. Mary. Die ist doch offen. Ich muss jetzt immer gucken. Ah, okay. Hier ist auf. Ich guck nochmal. Ah, okay. Ach, Orb haben wir noch nicht geguckt. Also ich wollte gerade sagen, haben wir schon mal nach dem Orb geguckt. Bin ich doof. Stimmt nicht. Warte mal. Dann wissen wir auch, wo er wirklich ist, wenn er ihn hat. Mach mal aus. Mach mal aus, ja. Läuft, der ist in der Küche. In Wirklichkeit ist der in der Küche. Das wäre so krass, dass der bis dahinter. Warte mal. Guckst du hoch? Nee, doch. Ja, doch. Für ich. Ah ja, hier im Flur. Der ist gerade hier über dem. Ach ja. Ja. Ich hab ihn gesehen. Cool, hä? Haben wir das. Tschüss. Ein Bub. Wie's Geist. Ein Opake. Wie's Geist. Da. Ein Opake. Mein Auge krabbelt. Mir ist der Orb ins Auge geflogen. Oh. Ah, nicht gut. Ah, guck mal, haben wir länger gebraucht. Ah, ich finde das spannend. Ich will gar kein Profi sein. Ich wiederhole es nochmal. Ich mag das so. Ah, warte mal, haben wir noch. Ah, nee. Oder so. Ah, nee, komm. Nee. Also. Lass mal. Der fette Metzger war ein Opak. Das war doch so eine Art Metzger, ne? Der hat dort so die Schürze und dann diese Hackebeil. Jo. Metzgermeister Schmidt. Da machst du was mit. Welcome back. I've got some jobs ready. Der wollte uns zu Wurst verarbeiten. Da weißt du, was für ekliges Zeug der an der Theke hatte. Komm, eins noch. Okay, ganz ruhig. Boah, eskaliert, ja. Edgefield, beste. Edgefield und Tanglewood sind meine Lieblingsmaps. Oh, mir graut's schon vor Remnant Records, weißt du das? Mir auch. Oh. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Kann man ja Werbung machen. So. Ja, du bist nicht bereit, ne? Ich versuche gerade wieder klarzukommen im Kopf. Los, Mary, los. Ich versuche gerade klarzukommen. Ich wusste auch nicht, was los ist. Ich wollte auch mal ein Stein sein oder so. Erst gucken, wo er ist. Was haben wir?
Barbara Shipman. Oh. Ah ja. Das ist bestimmt der Beste. Barbara, das ist ein meiner Meinung nach ist ein hässlicher Name. Ja. Ich würde mein Kind nie Barbara nennen oder so. Oder Wilhelm oder. Ich persönlich mag es halt nicht. Kann ich ja nichts dafür. Oh. Sehe ich ja wieder gar nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. So, Strom. Du gehst in den Keller, ich gucke in der Garage. Das ist der Garage. Im Keller, viel Spaß. Nö. Los, Mary, nur mit Katzen in den Keller. Ich mache auch die Kellertür zu. Tschüss. Hör doch auf. Geh doch auf, du scheiß Sicherungskasse. Meine Güte, ey. So ein bisschen Drama hier. Du hast die Tür ja wirklich zu. Scheiße, ich dachte, du erschreckst dich. Oh, nee, ich war gerade dabei, mich aufzuregen. Erschrecke ich mich denn nicht? Hm, da ist oben. Oben oder Keller? So, da mach ich unten mal aus. Nicht, dass das schon wieder rausfliegt. Hm. Aus. Und hier aus. Ich meine, er muss jetzt nicht zwanghaft oben sein, aber da der so viel wandert, hätten wir das hier unten bestimmt schon mitgekriegt. Gehe ich eigentlich mal von aus. Komm, wir können ja mit Kerze ganz ruhig hier mal warten und lauschen. Warte, vielleicht lässt er mir die Lampe diesmal auf dem Kopf sein. So wie du das vorhin wolltest. Oh. Ja, dann kann ich dich nämlich wiederbeleben mit Mund zu und beatmen. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ich höre gar nichts. Ich auch nicht. Das war ich. Ich. Achso. Das war ich. Warte. Aha. Hier oder what? Die war doch. Ja, wir haben ja. Ja. Okay, schon wieder so ein blöder Flurgeist. Oh, nö. Nö. Gut, hol du Equipment. Ich pass auf, falls deine Tür macht, gleich wegen den Griffeln. Ja, lass mir das mal hier. Ah, das ist aus. Ah, der ist eh auf dem Flur. Ist ausgemacht. Du musst das wieder anmachen, bitte. Nein. Dann beschwer dich nicht, wenn wir ewig kein EMF mitkriegen. Doch. die Logik dahinter. ich bringe dir als erstes mal ein Buch rein. Das Buch geht immer am längsten. Ein Buch! Ein Buch! Ein Zugbuch! Was ich im Kuchen suche. Das war aber jetzt hier drin. Du Blödmann. Ich weiß es. Ah ja. Ja, oh, 5! Tschüss! 5, okay, alles klar. Ja, tschüss! Immer das EMF 5, ey. Oder hau ich mir das Buch hin? Wo willst du denn sagen? Der kann in jedem Zimmer hier sein, ja, der kann aber auch auf dem Flur sein. Ich leg das jetzt einfach mal hier hin. Ich gehe davon aus, wenn der wandert, schreibt der da auch rein. Ja, wir müssten es eigentlich nur mal testen. Indem wir, wenn wir wissen, wo er ist, wie vorhin. Mal eins dann zum Beispiel ins Bad legen. Ob der, wenn der wandert, dann da reinschreibt. Irgendwann. Hm. Wisst ihr? Einfach selber rausfinden. Hm. Lass das Licht an, mein Freund. Lass es an. Ja. Das Zauber. Ich will die ganze Zeit sprinten. Hm. Tja. Jetzt hat er gar kein Lungenbläschen. Dort. Gar kein Lungenbläschen mehr. Dort. Gorio ist raus. Baiju. Oh, ich will den Gespenstertest machen. Oh. Dann hol dir dein Zeug. Oder soll ich das reinbringen? Ja, bring's mal rein. Okay. Immer so eine Zerfetzung. Bin jetzt damit, mal so nett. Damit du dich weiter aufregen kannst, dass du nicht sprinten kannst. Dankeschön. So, tschüss. Ja. Wieder. Jetzt knallt es hier nämlich, pass mal auf. Ich kann immer noch nicht sprinten. Zack. Ich mach das jetzt hier. Los. Das ist eh kein Gespenst. Das ist ein Gespenst, das weiß jeder. Nee, wenn du den Test sogar machst, ist Jesus. Das eh ein Gespenst. Oh. Warte. Ja, bring mir das Kreuz. Das war mir klar. Komm.
Kannst Jesus fragen, bitteschön. Nee, will ich nicht. Lauf durch das Salz! Nee, du sollst. Das Salz dahin lassen, dann ist das sowieso kein Gespenst. Wir hatten letztens einmal ein Gespenst, das war die einzige Runde, wo du kein Gespenstertest gemacht hast, ja? Der will auch nicht. Darf ich nach dem Ort gucken? Oh, wie kann ich Nein sagen? Ich will das eigentlich gar nicht. Du willst nach Orbs gucken. Eigentlich nicht. Und du willst in der Leichenhalle die Box benutzen. Okay, alles klar. Gut, tschüss, das war's, wir haben Orb. Gell, du willst in der Leichenhalle, willst du ja, unbedingt klar. Die Sprachbox will benutzen ich. Und da schön rumlaufen. Hey, eine Kerze ist wasserfest. Die leuchtet noch. Yeah. Mary, ich wusste es immer. Du bist die Bloody Mary. Yeah. Bob, haben wir einen Reitschuh? Reitschuh? Oh, da haben wir aber wieder Mehl. Oh. Na gut, ich habe ja alles soweit ausgemacht, außer das EMF. Gut. Ja, das Orb hat man schön gesehen in dem Zimmer drinne. Das Orb hat man schön gesehen. Wen betest du gerade an? Was ist denn da? Mein Kopf macht halt nicht so mit irgendwie. Ist auch nicht. Na, dann geht's jetzt los mit Remnant. Das wird dann Spaß. Ja, sehr schön. Welcome back. There's some jobs ready for you. Raichu! Und wo ist Pikachu? Raichu. Pika! Ah, okay, dein Kopf funktioniert auch nicht so richtig. Ja. Boah. Cola ist bei mir schlimm. Oder überhaupt so Limbus. So, na, da haben wir's für heute bei Fastborn. Mein Guter. Boah. Wir sind heute alle fertig hier. Oh Mann, ich beende jetzt hier die Aufnahme, das bringt nichts.